Der Mann, der mich aufgeregt hat, heißt Klaus Weselski. Er ist Chef der Lokführergesellschaft GDL und er ist der größte Ego-Shooter, den Deutschland derzeit hat. Warum? Klaus Weselski hat es mal wieder geschafft. Für 5 Tage fahren die meisten Züge und S-Bahnen nicht. Klaus Weselski nimmt damit fast ein ganzes Land in Geiselhaft. Und warum? Es geht vordergründig um Geld. Aber mittlerweile hat die Bahn ihr Angebot deutlich nachgebessert. Und das, die Forderung der Lokführergewerkschaft und das, was die Bahn bietet, unterscheidet sich noch um 100 bis 200 Euro. Also sehr, sehr wenig. Am Ende geht es Klaus Weselski nur um seine eigene Macht. Und das hat er heute Morgen noch einmal wieder deutlich gemacht. Hören wir kurz rein. Ist also, die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL. Die Bahn will offenbar, so glaubt es Klaus Weselski, seine GDL, seine Gewerkschaft, also damit auch ihn vernichten, kaputt machen, wie auch immer, entmachten. Und in der Tat will die Bahn künftig nicht mit 2 Gewerkschaften verhandeln, sondern am liebsten nur noch mit einer. Und dann mit der EVG und nicht mit der von Klaus Weselski. Also, es geht Klaus Weselski um seine eigene Macht und nichts anderes. Und darunter müssen Millionen von Pendlern leiden. Das ist nicht in Ordnung, das ist ein Skandal. Also ich bin ja eine dieser Pendler, die da drunter leiden. Ich bin heute fast nicht zur Sendung gekommen wegen des Streiks. Und natürlich ärgert mich das sehr. Und gerade in Corona-Zeiten, was du ja jetzt gar nicht erwähnt hast, ist es natürlich noch viel dramatischer, weil natürlich die Züge, die fahren, dann proppenvoll sind. Und wir reden hier seit 1,5 Jahren darum, dass wir uns schützen müssen. Und da ist dann plötzlich okay, dass man tagelang die Züge dicht macht und so viel Stau vermeidet. Andererseits, also Ego-Shooter, naja, er kämpft für ja sehr, sehr viele Mitarbeitende. Aber wie gesagt, die Bahn hat ihr Angebot deutlich nachgebessert. Das heißt, Klaus Weselski fordert 3,2% auf 28 Monate. Die Bahn hat jetzt geboten 3,2% auf bis zu 36 Monate. Klaus Weselski will eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn hat jetzt geboten zwischen 400 und 600 Euro. Also die Unterschiede sind nicht mehr sehr groß. Es geht hier wirklich um reine Macht. Und wir haben den Beitrag ja gerade gesehen. Es geht ihm um seine Macht. Er ist der Ego-Shooter. Und er meint mit seiner Macht, weil Lokführer natürlich in der Lage sind, ein Land halb lahm zu legen, kann er das machen. Ich finde es aber spannend zu sehen, dass man was tun kann und dass man für seine Rechte als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer kämpfen kann. Ich finde, das zeigt der Streik schon. Klar, schwierig. Wie gesagt, gerade zu Corona-Zeiten. Ich bin selbst betroffen. Ich finde es auch nicht toll. Aber ich finde es sehr spannend zu sehen, was die da durchdrücken und was man tun kann, wenn man sich einsetzt. Du hast ja gerade gesagt, du bist hier hingekommen, vermutlich mit dem Auto, was dir vermutlich direkt zur Verfügung stand. Das ist natürlich was anderes. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben das Auto nicht direkt vor der Tür. Die können nicht dann mit dem Auto mal eben schnell hinfahren. Deren Mobilität ist sehr, sehr eingeschränkt. Und deswegen muss ich sagen, bin ich hier komplett bei Jan. Ego-Shooter ist genau das richtige Wort. Ich bin jetzt sehr gespannt. Es wird ja jetzt geklagt. Und ich bin da total auf der Seite der Deutschen Bahn, hoffe, die gewinnt. Die Frage, die ich so spannend finde, ist ja wunderbar, er hat jetzt seinen Bogen in der Hand und den hat er gespannt. Dumm ist nur, auch für die Leute, für die er kämpft, wenn der Bogen überspannt wird. Weil wenn ich den Bogen nicht mehr spannen kann, geht auch kein Pfeil rein und dann hat er nichts mehr im Köcher. Und das wäre nun wirklich auch wahnsinnig doof. Du sagst es, sie sind relativ nah beieinander und immer dieses ständige Nein, 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 ich will alles, ja. alles. Ist nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Wenn 2 Parteien auseinander liegen, dann muss man sich schlicht und ergreifend irgendwann mal finden. Das Gerichtsurteil ist natürlich super spannend. Ne? In Deutschland mit so starken Gewerkschaften, wenn da jetzt wirklich der Bahn Recht gegeben wird, bin ich mal gespannt, was das auch für eine Signalwirkung für alle anderen hat. Jan Fleischhauer hat heute, weil ich will das Zitat nicht wegnehmen, als hätte ich diesen klugen Gedanken gehabt. Ich finde den aber sehr klug. Obwohl das in der Politik ja mittlerweile relativ ja, hoch ist, das bei zu tun, uns oder? Nicht. Aber also Jan Fleischhauer macht immerhin noch sie weiß mit Copyright woanders. Ja, also, das ist der Unterschied zu dem einen oder anderen. Lob, lob. Genau. Und ich möchte jetzt das Copyright an Herrn Fleischhauer machen. Er hat ihn heute mit einem Erpresser verglichen. Und dass er diesen Beruf ja nicht dann seinen Kindern empfehlen möchte. Lokomotivführer, Erpresser. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, den Vergleich in dieser Form den Erpresser reinzubringen. Herr Köppel, wie ist das denn eigentlich? Sie kommen aus der Schweiz, da fährt man auch gerne Bahn, viel Bahn. Gibt es da sowas Ähnliches wie einen Klaus Weselski? Nein, glaube ich nicht. Also wir würden, wenn es einen Klaus Weselski gäbe, würden wir den sehr gerne als Exportprodukt Deutschland zur Verfügung stellen. Wir mal nach, Klaus und ich habe mir auf meinen Zettel einen Begriff geschrieben, also ich kannte den nicht vorher. Ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr mit der Deutschen Bahn gefahren. Ist ja auch schwer zurzeit. Ist im Moment schwierig. Aber das geht natürlich etwas tiefer hier. Und Jan Fleischhauer hat recht. Dieser Herr Weselski ist jetzt der typische Gewerkschaftsvertreter in dem Sinn, dass eben Gewerkschaften heute tatsächlich Erpresserorganisationen sind.
Und ich habe da ein sehr kritisches Verhältnis und ich muss jetzt vielleicht meinen Anwalt beiziehen, was ich da sage. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland noch sagen darf. Darf man sagen. Nein, ich finde eben Gewerkschaften etwas Hochproblematisches. Und dieser Weselski, man merkt es jetzt richtig, dass die Hybris der Macht. Ego-Shooter ist ein guter Begriff. Und der versucht jetzt einfach hier das auszureizen bis ans Letzte. Und das ist eben diese erpresserische Funktion. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist die, was bringen denn diese Gewerkschaften am Schluss überhaupt den Leuten? Kann man das überhaupt nachweisen, dass das einen produktiven Nutzen hat? In der Schweiz zum Beispiel haben wir weniger starke Gewerkschaften, wir haben weniger Streiktage, wir haben einen freieren Arbeitsmarkt. Und ich habe immer plädiert, als ich noch in Deutschland war, dass man einfach ihr etwas die Macht der Gewerkschaften zurücknimmt. Und dieser Herr Weselski ist für mich jetzt einfach typisch die Arroganz und Selbstüberschätzung eigentlich der Macht der Gewerkschaften. Und so gesehen hat Fleischhauer recht mit seinem erpressten Begriff. Ich habe eine Frage, vielleicht könnt ihr das alle mir beantworten, weil ich weiß es nicht. Ist Herr Weselski eigentlich mit seiner Meinung alleine oder teilt also das die Leute, für die er kämpft, sagen die eigentlich auch, kämpft bis zum Erbittern? Naja gut, es gibt ungefähr knapp 40.000 Mitglieder bei der Gewerkschaft GDL, also bei der Lokführergewerkschaft. Und da gibt es die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die ist mehr als viermal so groß. Die vertritt auch die Interessen der Bahnangestellten. Also es wäre ja nicht so, als wenn man jetzt ohne die GDL plötzlich gar keinen gewerkschaftlichen Schutz mehr hätte bei der Bahn, sondern natürlich werden da auch Arbeitnehmerrechte dann gewerkschaftlich vertreten. Der Punkt, den Roger Köppel macht, der ist, glaube ich, sehr spannend. Die Frage, was bringen Gewerkschaften eigentlich oder nicht? Interessant ist ja, wenn man sich einmal Tarifkämpfe anschaut, wo man denkt, Mensch, da geht der Gewerkschafter raus, jetzt kämpft er für die Arbeitnehmer. Interessanterweise laufen die eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Erst geht ein Gewerkschaftschef raus und macht das Angebot. Die Arbeitgeber machen gar nichts, stellen sich tot. Dann ist schon mal, also kommt man in Brass. Dann kommt die zweite Runde. Da legen die Arbeitgeber in der Regel ein Angebot vor. Das weisen die Gewerkschafter mit Empörung zurück. Unverschämtheit. So läuft es immer. Dann kommt die dritte Tarifrunde. Dann wird das Arbeitgeberangebot in gewisser Weise nachgebessert. Dann kommen nämlich die ersten Warnstreiks. Das kann man alles lesen. Läuft in der Metallindustrie beispielsweise immer wieder gleich. Wir sehen es hier bei der Lokführergewerkschaft auch. Das heißt, es geht hier um ein Drehbuch. Und das ist interessant, deswegen, was Sie sagen. Geht es wirklich immer um die Arbeitnehmerinteressen oder geht es nicht eigentlich um den Showkampf der Gewerkschaftsbosse? Ja, klar, es ist ein Showkampf. Und man hat es gesehen bei Firmen, zum Beispiel früher Daimler, Chrysler, als es das noch gab in Deutschland. Da haben ja die Gewerkschaften jahrelang den damals unfähigen CEO Schrempp im Amt gehalten. Die haben ja Kapitalvernichtung betrieben im ganz großen Stil, aber der hat dann immer mit den Gewerkschaften schön im Aufsichtsrat gekuschelt und gemacht und ich weiß nicht was, haben sich zusammen ins Bett gelegt. Dann ist der CEO geblieben, die Gewerkschaften hatten die tolle Geschichte. In Wolfsburg hatten wir ja diese Betriebsratsfeste, das waren ja geradezu Korruptionsräte damals in Wolfsburg. Und das zeigt einfach die Dekadenz der gewerkschaftlichen Bewegung, die ganz ursprünglich meine Sympathien hat. Aber das, was daraus geworden ist, ist eine Karikatur, die zum Teil ganz direkt gegen die Interessen der Arbeitnehmer arbeitet. Das sehen wir jetzt auch hier. Wenn der das beste Resultat, ich kenne jetzt die Details nicht, das beste Resultat ausschlägt. Und eine andere Frage haben wir noch gar nicht diskutiert. Zu der kommen wir gleich. Die Gewerkschaften sind doch oftmals auch die, die in einer Firma die ganz Guten und die Begabten und die Leistungsfähigen zurücknehmen, weil das quasi das Kollektiv dann wieder unter Druck setzt, auch mehr zu leisten. Das sind also nivellierende Organisationen mit erpresserischen Ambitionen. Das muss man sehr kritisch sehen, was hier passiert. Sie sehen hier das Spezial. Ich habe das Gefühl, dass jemand